Angekommen im Johannesstift. Wir werden jetzt hier die nächsten 24 Stunden sein und zwar alle Pfarrerinnen und Pfarrer meiner Landeskirche, der ECPO, die seit Januar 2019 jetzt Pfarrerinnen und Pfarrer sind. Und wir werden uns ein bisschen auf die Ordination vorbereiten. Und ich werde euch ein bisschen mitnehmen und die anderen finden es auf jeden Fall jetzt schon mal sehr lustig. Und ich werde euch ein bisschen mitnehmen und ein bisschen erzählen, was wir die nächsten Tage hier so machen. Wo man den Pin sieht. Dort sind auch Leute jetzt im Pfarramt angekommen. Wir sind hier noch immer im Johannesstift. Ich glaube, ich sehe wahrscheinlich noch ein bisschen müde aus und sage, Abend gestern ging lang. Aber wir hatten gestern einen total schönen Tag. Wir sind ja alle zusammen jetzt gerade frisch im Pfarrdienst, im Pfarramt, die wir jetzt hier sind, gerade seit so knapp 8 Wochen. Und wir haben gestern darüber gesprochen, wie sind wir an den jeweiligen Orten angekommen, wie sind unsere Stellen gestrickt, was wünschen wir uns, was funktioniert richtig gut. Und das war total schön zu hören, wo sind die anderen so angekommen, was machen wir so. Es war ganz schön, mit dem Bischof darüber zu sprechen, wie sieht er die ECPO, unsere Landeskirche jetzt zurzeit und was wünschen wir uns, wo können wir zukunftsorientiert arbeiten, wo sehen wir Kritikpunkte. Es war ein total schönes Gespräch auf Augenhöhe und ich war danach total motiviert und habe so gedacht, ich liebe diesen Job und ich freue mich auf alles, was hier noch kommt und was wir hier gemeinsam noch gestalten können. Einmal die beiden vor, mit denen ich das erste und zweite Examen geschafft habe. Meine Lerngruppe, wie ich sie so schön nenne. Und zwar sind das diese beiden. Könnt mal winken. Hallo. Hallo. Mit den beiden habe ich das erste und zweite Examen zusammen gemacht, auch noch mit dem ganzen Rest. Aber die beiden haben einfach ganz viel mitbegleitet und ganz viel Tränen aufgefangen. Und wir haben da ganz viel zusammen erlebt. Und wir haben heute hier im Johannesstift noch darüber gesprochen, wie unser Ordinationsgottesdienst ablaufen wird. Wir werden ja am 24. März ganz offiziell alle eingeführt als Pfarrerinnen und Pfarrer. Also herzliche Einladung, falls ihr dabei sein wollt, in der Marienkirche um 14 Uhr in Berlin. Und da haben wir heute den Gottesdienst geplant, darüber gesprochen, was das für uns auch bedeutet, Lieder uns überlegt und geguckt, was kann da alles rein. Und das wird eine schöne Veranstaltung, das wird vor allem auch für viele von uns ein ganz bedeutender Tag und deshalb herzliche Einladung, wenn ihr dabei sein wollt. Ich fahre Auto! Wo bist du Fahrer? Im Fahrsprengel Pevesin, Kirchenkreis genau. Mittelmark Brandenburg, am BC, sehr schön da. Genau, der nimmt uns nämlich jetzt gerade noch mit. Erzählt doch mal, was euch so gefallen hat an diesen knapp 24 Stunden, die wir jetzt alle zusammen noch hatten. Also erstmal war es schön, dass wir uns alle wiedergesehen haben und die Zeit auch nutzen konnten, um die ersten Eindrücke auszutauschen.
Und dann fand ich tatsächlich die inhaltlichen Punkte gerade heute mit der Generalsuperintendentin, also eine wichtige Leitungspersönlichkeit, eine Dame bei uns, inhaltlich auch ganz spannend, weil die über sozusagen die Verbindung von Person und Amt in diesem Beruf gesprochen hat. Und das fand ich sehr spannend und auch nochmal erhellend an einigen Punkten. Ja, also es war wirklich ziemlich cool und sehr inhaltlich sehr gut und sehr auf Augenhöhe, was mir sehr gefallen hat. Und es war einfach ganz, ganz toll, alle mal wieder zu sehen. Großartige Freude. Das stimmt.